Heute geht es bei uns um die Arktis Pro-Hülle. Ja, herzlich willkommen. Wie ihr gerade schon gehört habt, geht es heute bei uns um die Arktis Pro-Hülle. Das ganze hübsche Ding hat 7,95 gekostet. Statt 14,95 steht da immer, aber ich habe die noch nie für 14,95 bei Arktis gesehen. Also die ist dauerhaft reduziert. Das ist einfach ein dünnes, durchsichtiges Plastikcase, das hinten drauf kommt aufs iPhone. Ich zeige euch das mal, es geht auch ganz einfach drauf. Und dann ist das iPhone hinten geschützt, Kameraaussparung, alles vorhanden. Und ja, heute möchte ich euch mal zeigen, was das Ding kann, was es aushält, was es verspricht und wie es dann letztendlich auch nur ist. Wie gesagt, das Ganze kostet knapp 8 Euro, ist eigentlich nur billiges Plastik, also wenn man sich das mal anschaut, das ist ganz dünn, hier sind auch die Aussparungen für die SIM-Karte, für die Laut- und Leise-Tasten und hier oben und unten ist es sowieso frei. Dann, was ich zu dem Ding sagen kann. Ich habe gedacht, wenn ich das auf den Bildern, ich blende euch die mal ein, ich habe gedacht, das ist dickes Plastik, das sich nicht biegen lässt, aber falsch gedacht, also das hier lässt sich komplett verbiegen und ja, es bricht zwar nicht so leicht, aber es lässt sich verbiegen. Ich habe gedacht, das ist richtig stabiles Plastik, da wo dann auch mein iPhone gut geschützt ist, aber nix da, Pustekuchen, Entschuldigung, das ist nur dünnes Plastik, das im besten Fall gegen Kratzer hilft, wenn das iPhone runterfällt. Ich möchte es nicht ausprobieren, ob das den Sturz überlebt. Was man auch sagen muss, das Ding zerkratzt richtig, richtig schnell. Ich weiß nicht, ob ihr das hier seht, aber das ist richtig, richtig zerkratzt. Wenn man da drüber geht, ihr hört es ja, da sind Kratzer drin en masse und das Ding ist keine 2 Wochen alt, also gut, andererseits, was will man für 8 Euro erwarten? Aber darum dann wieder, eigentlich kostet es regulär 15 Euro. Und wer das für 15 Euro verkauft, das ist eine riesen Frechheit, weil 15 Euro ist dieses Plastikding nicht wert. Das hält vielleicht einen Sturz aus und dann ist es kaputt. Ja, mein Fazit zu dem Ding fällt folgendermaßen aus. Es ist schön anzusehen, das muss man sagen. Es ist durchsichtig, man sieht das iPhone immer noch in seiner Farbenpracht und es ist dünn, das muss man dem Ding auch zugute erhalten, es ist richtig dünn, man merkt nicht wirklich, dass da eine Folie drauf ist, es hat hier an der Seite ein paar scharfe Kanten, also da könnte man vielleicht auch aber selbst mit der Nagelfeile mal drüber gehen. Ansonsten, wie gesagt, das zerkratzt ziemlich schnell und größere Stürze wird es wohl nicht aushalten, jedoch für 8 Euro, ja, viel kann man nicht erwarten für 8 Euro und ja, ich tue mich schwer zu sagen, es ist seine 8 Euro wert. Aber ja, wie gesagt, das iPhone schaut immer noch schön aus und ist dünn und damit erledigt es eigentlich seinen Job gegen die Kratzer. Man kann es beruhigt auf den Tisch legen. Das war's zu dieser Hülle und bis zum nächsten Video hier auf iOS-Tipps.